Das viel zitierte David-gegen-Goliath-Duell im Viertelfinale des Berliner Landespokals. Der TSV Rudow empfängt die Viktoria aus Berlin, die zuletzt in der Liga so ein bisschen das Toreschießen verlernt hat. In 4 der letzten 5 Partien nicht getroffen, da kommt so ein Duell am Mittwochabend gegen einen unterklassigen Berlin-Ligisten vielleicht gerade zum rechten Zeitpunkt. Auch wenn der TSV den besseren Start erwischt, 10. Minute die Riesenmöglichkeit für die Gastgeber. Brooklyn Ise muss defensiv mit aushelfen. 5 Minuten später auf der Gegenseite, das ist Moritz Seifert, vorbei an Freund und Feind und dann hinein ins Glück zum 1:0. Nach 23 Minuten führt der Favorit dank Seiferts nächstem Treffer im Pokalwettbewerb. Traf auch schon im Achtelfinale doppelt gegen Eintracht Mahlsdorf. 2 Zeigerumdrehungen später, die Viktoria jetzt im Rhythmus. Das ist Lukas Falcao im 1:1 und auch er lässt Christopher Otto im Gastgeberkasten keine Chance. Die Viktoria nach anfänglichen Schwierigkeiten also früh in Richtung Halbfinale unterwegs. Nur ein Erfolg aus den vergangenen 7 Partien. In der Tabelle geht der Blick eher nach unten. Man konnte sich zumindest heute ein Stück weit aus diesem Negativstrudel befreien. Kurz vor der Pause die Hereingabe wieder für Falcao und der noch vor der Pause zum 3:0. Entgegen aller Proteste der Gastgeber. Falcao nimmt so ein bisschen die Hände mit. Das reicht allerdings nicht für einen Pfiff. Und damit ist es Treffer Nummer 2 für den 22-Jährigen. Und das 3:0 gleichzeitig der Pausenstand. Die Viktoria nimmt den Sprung in Durchgang Nummer 2 durchaus wörtlich und muss erstmal verteidigen. Den besseren Start erwischt wieder der TSV, Hermann Siegel aus der Distanz. Mit dem Abschluss kein Problem für Philipp Sprint. Und dann war wieder der Drittligist am Zug mit dem eingewechselten Evina und der mit dem Pass für wen wohl natürlich, Lukas Falcao. Der Dreierpack ist geschnürt, Vorbereitung kommt vom Neuzugang Evina. Ausgeliehen von Hannover 96, fügt sich prächtig ein bei seinem neuen Arbeitgeber und Falcao macht da weiter, wo er vor der Pause aufgehört hat. 70. Minute, die Viktoria war noch nicht durch mit diesem Pokal-Viertelfinale. Seifert mit dem Zuspiel für Lukas Falcao, der macht das stark gegen seinen Bewacher und trifft zum 4. Mal an diesem Abend. Sein Treffer zum 5:0, gleichzeitig der schönste. Das Zuspiel von Seifert ist top und bei Falcao sind dann alle 3 Kontakte richtig gut. Nichts zu halten für Christopher Otto, der das 5. Mal hinter sich greifen muss. Und einen hatten wir noch, 73. Seifert im Zusammenspiel mit Falcao, diesmal vertauschte Rollen und dann aus der Distanz das halbe Dutzend vollgemacht. Moritz Seifert, auch für ihn ist es der 2. Treffer am heutigen Abend und der TSV aus Rudow am Ende verdient geschlagen. Die Viktoria folgt dann mit Hertha 06 und dem BHK ins Pokalhalbfinale und hat am kommenden Samstag gegen Waldhof Mannheim dann auch in der Liga die Möglichkeit, wieder Tore zu schießen.